Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Forst80 mit einer weiteren Review für euch und ich war gerade mit meinem Freund in Zombie Bieber im Kino in Batman vs. Superman Dawn of Justice. Ja, was soll ich dazu sagen? Also meine Kumpels auch mal dabei. Die waren nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir haben eigentlich den als größten Schund bezeichnet und keinen rauf runter geschimpft. Man muss dazu sagen, also ich habe meine Erwartungen extrem runtergeschraubt bei dem Film. Zumindest ich habe keine Erwartungen gehabt. Ich bin auch kein so, ich mag Batman, gebe ich ganz offensichtlich zu, mag ich sehr gern, schaue ich auch gern an. Aber ich bin jetzt hier kein Fanatiker. Ich habe weder die Comics durchgelesen, noch Superman habe ich die Comics durchgelesen. Also ich habe ihn mir einfach angeguckt, einfach aus Just for Fun. Weil mir die Filme auch gefallen, eben wie auch The Dark Knight. Und haben wir, okay, den wir auf jeden Fall auch im Kino angucken und mal gucken, wie der jetzt so ist. Ja. Der Film geht erstmal 151 Minuten. Ist natürlich eine Comic-Verfilmung. Und sozusagen die Fortsetzung von Man of Steel. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wenn man den Man of Steel noch nicht gesehen hat, sollte man das vielleicht tun. Denn da sind so einige Lücken drin, wo da fehlen würden. Also vielleicht vorher mal Man of Steel angucken. Ist nicht zwingend nötig, aber man wäre vielleicht ein bisschen einfacher, um da reinzukommen. Und es ist der erste Realfilm, wo eben Batman und Superman zusammentreffen. Regie führte hier Zack Snyder, der bekannt ist von Watchmen 300 und natürlich auch von Man of Steel. 300 zum Beispiel ist auch nicht so ein Film, der mir besonders gut gefällt, aber wie gesagt, ist immer wieder Geschmackssache. Ne? Mir zum Beispiel hat Man of Steel sehr gut gefallen. Und ja, als Darsteller natürlich hier haben wir einmal Henry Cavill, einmal als Clark Kent, natürlich auch als Superman. Der ist bekannt aus Man of Steel natürlich, Codename Uncle und den Krieg der Götter. Und Ben Affleck als Bruce Wayne und Batman. Ja, da wollen sich, haben sich viele beschwert, was, diese Fehlbesetzung? Spielt natürlich bei Pearl Harbor mit und natürlich Gone Girl und Argo. Alles richtig geile Filme, gefallen mir alle super gut. Dann noch die Amy Adams als Lois Lane. Die spielt bei Man of Steel und bei American Hustle. Dann der Gal Gadot ist die Wonder Woman, die spielt bei Fast and Furious 4 bis 7 mit und in Night and Day mit Tom Cruise. Und als letztes hier noch aufgeführt, wo ich da als Hauptdarsteller ist, hier Lex Luthor, nämlich die Jesse Eisenberg als Lex Luthor, der spielt bei Zombieland mit, The Social Network und die Unfassbaren. Ja, muss gestehen, der Lex Luthor hier hat wirklich die Rolle sehr gut gespielt. Ich war einfach nur begeistert von diesem Kerl. Ja, um was geht's bei diesem Film? Schwierig, das alles zu erklären, weil das ist... Ja, okay. Als Kind Bruce Wayne hat er seine Eltern verloren. Ist er schon des Öfteren angesprochen worden bei den ganzen Batman-Filmen. Also ist schon bekannt. Seine Mutter heißt eben auch Martha, ist auch ein bisschen wichtig für den Film, auch das zu wissen, nochmal zu wissen. Ja, und er ist schon seit Jahren eben Batman, der schon lange hat eben die Superschurken halt in Gotham City bekämpft. Und plötzlich kommt in Metropolis eben der Superman und der General Zod zerstört eben Metropolis und dabei auch ein Gebäude von Bruce Wayne. Wo auch natürlich auch sehr viele Leute von seiner Firma eben sterben. Und der Bruce Wayne macht ihn dann den Superman verantwortlich, dass er ihn die ganze umgebracht hat und bekämpft ihn dann sozusagen, weil er eigentlich der Schuldige ist, Außerirdische, was wollen die Außerirdischen hier? Ja, und deswegen ist dann hier der Kampf. Lex Luthor spielt auch eine kleine Rolle mit, bringen die beiden dann zusammen, Superman, nämlich Clark Kent und Bruce Wayne bringen sie zusammen bei einem Ball. Und ja, natürlich ist auch der Clark Kent nicht begeistert von Batman, wie er mit den Schurken verfährt in Gotham City, als unmoralisch. Und da gibt es halt eben Clinch zwischen den beiden. Ich will euch gar nicht mehr verraten, denn, wie gesagt, es ist schon lang erzählt. Ja, also die 151 Minuten sind auch mal ein bisschen zäh, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, zäh sind sie wirklich, aber die Story an sich so. Also wirklich das Grobe habe ich euch jetzt erzählt, weil ich soll nicht so viel gespoilert werden. Und immer so der Anfang des Films kann ich euch jetzt mal verraten. Ja, wie ich den Film jetzt persönlich finde. Also gut, machen wir mal Ben Affleck als Batman. Ja. Als Fehlbesetzung würde ich den vielleicht jetzt nicht bezeichnen. Er ist ein sehr dunkler Batman.
ein sehr, wie soll ich sagen, alter Batman, der auch wirklich in die Jahre gekommen ist, muss man so sagen. Und also Batman an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich kenne ich ihn eigentlich nicht, dass der irgendwelche Leute umbringt, aber nein, er ballert da eben mit Waffen rum und das hat mich schon ein bisschen wirklich schockiert, denn eigentlich ist der doch eigentlich ein friedvoller Kämpfer, eigentlich dann so ohne viel Blut und Gewalt, aber hier sieht man ihn wirklich, der ist wirklich zornig, dieser Batman, und haut hier wirklich alles rein, was er so hat. Und ja, also Ben Affleck spielt die Rolle schon nicht schlecht, aber jetzt natürlich an Christian Bale oder an Michael Keaton, der für mich mein Ur-Batman ist, kommt natürlich nicht ran, definitiv nicht. Ja, der Henry Cavill als Clark Kent und natürlich auch als Superman spielt die Rolle auch wie bei Man of Steel schon sehr gut. Man hat auch das Gefühl, er ist ein bisschen auf den Kopf gefallen manchmal. So zum Schluss vor allem hin, da kämpft ihn dann Batman und Superman gemeinsam und denkt, okay, jetzt muss eigentlich geschnallt werden, dass da was passiert. Ja, da habe ich da wegen so meine Bedenken gehabt. Ja. Dann die Lois Lane, ja, die spielt natürlich wieder sehr gut, auch ein schöner Hingucker. Ne? Ja, da gibt es natürlich viel zu erzählen. Als nächstes die Wonder Woman. Ja, die Wonder Woman sieht mir etwas kurz. Also der Endkampf, da liegt sie mal so breitbeinig da. Und ich, oh ja, und vor allem so eine schöne Perspektive. Ja, nicht schlecht, aber leider ist diese Szene gleich in der Stunde vorbei. Sehr schade, also auch sehr vielleicht ganz nicht viel Screamtime an diesem in dem Film. Aber für mich immer noch das Highlight von diesem ganzen Film ist wirklich hier Lex Luthor, der spielt die Rolle hier wirklich richtig klasse, dieser Jesse Eisenberg, also wirklich genial. Also er könnte der neue Joker von Suicide Squad sein, denn der ist völlig abgedreht in diesem Film, richtig klasse und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also für mich eigentlich der beste Charakter von diesem ganzen Film und haut mich echt um. Und wirklich richtig schön verrückt ist der Typ und wirklich echt klasse. Ja, der Film an sich, er ist manchmal auch sehr brutal. Also da spritzt auch ein bisschen Blut. Und also ich muss schon sagen, die Kameraführung ist schon wirklich sehr gut. Da ist nämlich diese gute Lois Lane nämlich in der Badewanne, ne? Beugt sich so vor, mein Kumpel so, sieht man was? Sieht man was? Sag ich, nein, die Kamera ist ja anders, das geht leider nicht anders. Ne? Aber wirklich, die haben das geschafft, dass man da wirklich keinen einzigen Nippel sieht. Schade, muss man dazu sagen, schade. Aber wirklich, also die Action-Effekte natürlich absolut klasse, Highlight. Und auch natürlich auch das ganze Technikzeug wirklich genial umgesetzt. Aber er überzeugt einfach zum Schluss die Story, die wird einfach, ist dann total Banane. Und auch dann, wenn sie gemeinsam kämpfen, auf einmal dieser Umschwung ist auf einmal, zuck, wir sind die besten Freunde, komm her, mal, komm, ich helfe dir jetzt, na klar. Er dachte mir, was ist bitte das? Zuerst bekämpfen sie sich bis zum Tod, dann auf einmal hier, oh ja, natürlich, ich helfe dir natürlich sehr gern bei dem Problem, was du da hast. Sofort, helfe dir sofort. Und das war schon etwas, na, der Schluss, also das, der komplette Endkampf, und dann war okay, was ist bitte jetzt hier verrückt geworden? Also wirklich, das ist, hat mich total geflasht und völlig gaga. Also das hat mir so überhaupt nicht gefallen. Der Schluss fand ich echt übel, dieser Endkampf. Dann nach dem Endkampf war es schon etwas ruhiger, hat mir auch sehr gut gefallen wieder. Aber leider ist der Film wirklich, er kommt an keinen einzigen Batman-Film ran und auch an Man of Steel kommt er auch nicht ran, definitiv nicht. Also ich gebe dir jetzt eine, also gut bewertet, eine 7 von 10 Punkten. Also mehr kann ich diesem Film wirklich nicht geben. Also er ist vor allem wirklich sehr langatmig, auch am Anfang, um Gottes Willen. Wie oft wollen wir noch die Geschichte hören von Bruce Wayne, wie er seine Familie verliert. Okay, hat ein bisschen Zusammenhang auch mit dem Schluss noch hin, aber ja, also ja, gut. Also wie gesagt, 7 von 10 Punkten ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ja, überzeugt euch selbst, geht ins Kino und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel verraten, denn ich soll ein wenig Spaß noch dabei haben. Ja, das war's von der Review von Batman vs. Superman Dawn of Justice. Also der Titel ist schon geil. Jetzt bin ich schon mal gespannt, wie jetzt hier Suicide Squad wird mit Jared Leto als Joker. Also wie gesagt, dieser Jesse Eisenberg wäre genial gewesen. Aber gut. Ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Euer Fäusen 80. Tschüss. Piep. Ach ja, ganz vergessen, ihr könnt auch gerne mal schreiben, wie ihr diesen Film findet, was auch sehr interessant ist. Ja, wäre cool. Bis dann. Tschüss.